Ja und Amen. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Herr. Halleluja. Halleluja. Im Namen Jesu. Und wir sagen alle gemeinsam Amen. Halleluja. Ja und Amen. Preisen Herrn. Halleluja. Preisen Herrn. Guten Morgen. Schön, dass ihr alle da seid, auch aus unserem YouTube-Kanal. Schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst hier feiern dürfen und Gott erleben können, gemeinsam. Amen. Halleluja. Ich weiß, das machen wir auch in unserem Privaten, aber es ist auch schön, dass wir gemeinsam Gott erleben können. Und das ist wirklich klasse. So wie wir am Freitag auch den Lobpreisabend gehabt haben. Das war wirklich fantastisch. Wunderbare Zeit im Herrn. Und wie schön, dass wir als Geschwister zusammenkommen können und gemeinsam Gott erleben dürfen. Amen. Das ist wirklich, das macht einen Unterschied, wirklich. Das ist super. Deshalb sagte Paulus, mach das. Das ist wichtig, das Zusammenkommen, unsere Ortsgemeinde zu kommen und das Wort zu hören und gemeinsam loben, preisen, gemeinsam beten, das tut was Gutes. Amen. Das ist wirklich gut, das brauchen wir. Amen, das brauchen wir. Sonst hätte Paulus das nicht gesagt. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Also mein Thema für heute, Gott will dich gesund. Amen. Gott will dich gesund. Das ist keine Werbung für eine Krankenkasse oder irgendwas. Aber manche Krankenkassen haben so einen Ausdruck. Aber nee, wir sprechen das Wort Gottes hier. No, und ich dachte einfach, das hört sich gut an. Gott will dich gesund. Punkt, Schluss. Und egal, wer das auch schon gesagt hat, aber Gott will dich wirklich gesund. Und ich weiß, wir sprechen immer über Glauben, über Heilung, über was Gott durch Jesus Christus für uns schon getan hat. Und das ist wirklich dieses Wissen, diese Offenbarung, die wir wirklich brauchen, um in unserem Alltag wirklich Erfolg haben zu können. Wir sind nicht einfach hier, eine schöne Geschichte vom Pastor zu hören und dann wir gehen alle heim und nichts ist passiert. No? Nein, wir wollen wirklich aufgebaut werden. Wir wollen wirklich im Wort bleiben. Wir wollen frische Offenbarung vom Herrn bekommen. Jeden Tag, wenn möglich. Halleluja. Um wirklich im Wort zu stehen und das zu empfangen, was er durch Jesus Christus für uns schon gemacht und gegeben hat. No? Weil das ist, ein christliches Leben zu haben. Ein Christ zu sein. Christ bedeutet wirklich, wir gehören ihm. Wir gehören Christus. No? Und wir müssen dann halt auch entsprechend leben und handeln. No? Wir können nicht einfach sagen, oh, ja, wir gehören Christus und wir leben wie alle anderen da draußen. No? Da muss schon irgendwie ein Unterschied geben. No? Warum sind diese Typen immer gesund und immer gesegnet und die haben immer alles, was sie brauchen? Warum? Da muss auch irgendwas geben, was wir nicht haben. Genau, Christus. Amen. No? Und also das muss ich sehen. Weil wenn man das nicht sehen kann, dann was für einen Unterschied haben wir dann mit den Leuten von der Welt, wenn man das nicht sehen kann? Verstehen wir, was ich meine? Und das ist die Sache, das Problem, was für Jahre und Jahre und Jahre das Problem mit der Religion. Die Leute haben satt mit der Religion. Warum? Das sieht man nichts. Sieht man nichts. Für Jahre und Jahre sind wir zur Kirche gegangen und was auch immer und ja und immer das und was auch immer. Nichts ist passiert. Und deshalb sind die Kirchen leer. Ich spreche nicht von den Freikirchen, ich spreche von den Kirchen. Traditionelle Kirchen, die sind leer. Warum? Die Leute sind satt mit der Religion. Funktioniert nicht. Das ist ein Spiel. Und wir sind hier nicht, um zu spielen. Amen. Also wir sprechen die Wahrheit, leben die Wahrheit und handeln gemäß und sehen Unterschiede. Sehen Wunder, sehen Heilungen, sehen. Warum? Gott ist lebendig. Wir dienen keinen toten Gott.
Amen. Und der Grab von Jesus, ja, den kannst du finden in Jerusalem irgendwo, aber ist leer. Amen. Und du wirst auch nie die Knochen finden, weil da gibt es keine Knochen. Da waren keine Knochen. Nie gewesen. Amen. Jesus ist auferstanden und das werden wir in Ostern bald feiern. Aber das sollen ja nicht nur in Ostern feiern, sondern immer feiern. Amen. Christus ist lebendig. Preis den Herrn. Halleluja. Und er will uns gesund haben. Er will uns gesund. Eines der Gebete von Jesus, der Vater unser, den wir uns alle auswendig gelernt haben. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Wie im Himmel so auf Erden, da gibt es keinen Kranken im Himmel. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass Jesus da im Himmel mit Rückenschmerzen da herumläuft oder mit Rheumatismus oder was auch immer. Nee, unmöglich. Kann ich mir nicht vorstellen. Petrus und Paulus und die ganzen Aposteln da oben, und die haben ja Rheuma und Diabetes und die haben, da gibt es keine Krankenkasse im Himmel. Braucht man keine. Amen. Und was hat Jesus gesagt? Das ist der Vater unser. Und das ist, was ich meine. Religion hat das auswendig einfach gesagt. Für Jahre und Jahre und Jahre und Jahre. Und die waren alle krank. Und Jesus hat selber gesagt, dein Wille geschehe, wie im Himmel so werden. Okay. Gesundheit, Gesundheit. Ist die Wille Gottes, dass wir gesund sind? Absolut. Bringt Gott Krankheit? Kein, nichts, kann nicht, unmöglich. Wie kann er dir was geben, was er nicht hat? Kann er nicht. Sonst, wie gesagt, würde es im Himmel lauter Kranken geben. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Versteht ihr, was ich meine? Oh, Halleluja. Es ist so wichtig, diese Wahrheit zu erkennen und immer wieder das nachzusinnen und meditieren. Weil habt ihr gemerkt, wir werden immer, immer angegriffen. Wir leben in einer sündigen Welt, wo Satan, der Teufel, Gott dieses Weltsystems ist. Das müssen wir wissen, das müssen wir erkennen, da braucht man nicht viel Mathematik machen, das kann man ganz schnell erkennen. Nur ein bisschen die Nachrichten hören, dann weißt du ganz Bescheid, ganz genau. Krankheiten und so, Pesten und das kommt nicht von Gott. Aber die Sache ist, es ist so wichtig zu erkennen, was Christus für uns getan hat und der Wille, Gottes Wille für uns hier auf der Erde ist, das zu erkennen und zu wissen, damit wir diese Situationen, diese Krankheiten widerstehen können. Jesus hat selber gesagt, in dieser Welt wird ihr Situationen haben, schwere Situationen haben und Probleme, was auch immer. Das kommt. Warum? Wir leben in dieser sündigen Welt, dieses korrumpierte Weltsystem. Ganz normal, dass wir angegriffen werden. Würde total nicht normal sein, wenn wir nicht angegriffen würden. Aber wir haben eine Lösung. Jesus, deshalb ist Jesus gekommen. Deshalb hat er gemacht, was er gemacht hat. Und das müssen wir erkennen. Ist wichtig. Halleluja. Hebräer 1,3. Nur ganz schnell ein paar Bibelstellen, um das zu erfrischen in uns. Hebräer 1,3. Dieser ist die Ausstrahlung, spricht über Jesus, seiner Herrlichkeit, also der Herrlichkeit Gottes, seines Vaters, und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von den Sünden durch sich selbst vollgebracht hat und gemacht hat, was er gemacht hat, am Kreuz für uns zur Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Also, gemacht, was er gemacht hat, er hat es vollendet gebracht und jetzt hat er sich gesetzt. Aber hier am Anfang steht, dieser ist der Ausstrahlung, also Jesus, die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens. Also in anderen Wörtern könnten wir sagen, Jesus ist das genaue Bild Gottes oder seine perfekte Darstellung.
oder Repräsentation, ja, vielleicht Repräsentation ist nicht so ein deutsches Wort, aber Darstellung. Die perfekte Darstellung Gottes. Und Jesus selber hat das auch immer wieder gesagt. Ich mache nichts, außer was ich von meinem Vater gesehen habe, dass er macht. Ich bin hier gekommen, um den Willen meines Vaters zu tun. Er hat das immer wieder gesagt. Lest die Evangelien. Und er hat das immer wieder gesagt. Ich bin nicht hier, um mein Ding zu machen. Ich mache nichts, was ich von meinem Vater nicht gesehen habe. Ich mache alles das, was er mir sagt. Ich bin in totaler Unterordnung. Und was sehen wir im Dienst von Jesus? Heilungen links und rechts. Das war die Hauptarbeit seines Dienstes hier auf der Erde, war das, für Leute zu beten. Und alle, die zu ihm kamen mit Krankheiten, mit diesem Glauben, Heilung zu empfangen, alle 100% der Zeit wurden immer geheilt. Da gab kein Kranker, ihr kennt die ganzen Evangelien durchlesen und durchblättern und suchen, da gab es keinen Kranker, der zu Jesus kam, um geheilt zu werden, und er ging wieder krank. Nicht ein einziges Mal. Und die Aussätzigen, die gingen, die hatten noch einen Aussatz, aber unterwegs wurden die alle geheilt. Weil die im Glauben wandelten, gemäß was Jesus gesagt hatte. Hat immer funktioniert, 100% der Zeit. Und das sehen wir immer wieder, immer wieder, immer wieder. Meine Frage ist, warum sollte das sich jetzt ändern? Jesus hat gesagt, er ist dasselbe gestern, heute und für die Ewigkeit. Oh, Halleluja! Jesus hat nie die Krankheit benutzt, um Gottes Willen zu tun. Nie. Nie. Er hat nie die Krankheit benutzt. Okay, ich gebe dir einen Krebs und ich werde dir zeigen, wie man Ausdauer hat. Das sehen wir nie in der Bibel. Und warum? Wie oft habe ich von Leuten gehört, ja, Gott hat mir diese Krankheit gegeben, um mir irgendwas zu zeigen. Ich weiß nicht, von welchem Gott du sprichst, aber nicht von unserem Gott. Interessant, 2. Mose 15, 26, da müssen wir nicht, ja, könnt ihr aufschreiben, damit ihr das habt. 2. Mose 15, 26, Gott spricht zu seinem Volk Israel. Und das Erste, was er ihnen sagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Mir gefällt die deutsche Übersetzung, ich bin der Herr, dein Arzt. Die deutsche Übersetzung ist fantastisch. Und das ist so vom Originalen her auch so. Ich bin der Herr, dein Arzt, dein Doktor, dein Heiler. Ich bin nicht dein Krankmacher. Ich bin nicht dein Problem. Ich bin deine Lösung. Amen. Ich bin der Herr, dein Arzt. Warum würde Gott sowas sagen, wenn das nicht sein Wille wäre? Warum würde Gott als sein erster Name zu den Israeliten, seinem Volk, sagen, ich bin der Herr, dein Arzt? Das ist das Erste, wovon ihr mich kennen solltet, ist in diesem Bereich Heilung. Und wir sehen, als die Israeliten Ägypten verließen und 40 Jahre in der Wüste waren, war keiner krank. Gott hat sie bewahrt. Halleluja, ich bin der Herr, dein Arzt. Apostelgeschichte 19,11. Apostelgeschichte 19, schreibt die einfach auf nur und was auch immer, und dann könnt ihr das nachsinnen, nachlesen und zu Hause ganz gemütlich. Da sehen wir, wie Gott außergewöhnliche Wunder wirkte durch die Hände von Paulus.
Interessant. Außergewöhnliche Wunder durch Paulus. Paulus machte das nicht. Gott durch Paulus. Warum würde Gott sowas machen, wenn er wirklich nicht so groß im Thema Heilung ist? Warum würde Gott sowas machen? Weil das genau sein Wille ist. Amen. Apostelgeschichte 10, 38. Wie Gott Jesus von Nazareth. Halleluja. Und darüber haben wir das andere Mal auch geredet mit Michael. No? Wie Gott Jesus von Nazareth. Nicht Jesus, der Gott, Jesus von Nazareth. Jesus Mensch gemacht hat. Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und Kraft gesalbt hat. Wir sind mit demselben Heiligen Geist gesalbt. Preisen Herrn. Und wir sind auch Gottes Kinder. Und wie dieser umherzog und Gutes tat. Habt ihr gemerkt, da gibt es noch ein Und, da kommt noch was. Und alle heilte. Steht das auch in deiner Bibel, alle? Oder steht in deiner Bibel manche? Oder die meisten? Nee, alle, oder? Und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Interessant, die waren vom Teufel überwältigt. Da steht nicht, die von Gott überwältigt waren. Gott überwältigt keiner. Amen. Vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Denn Gott ist auch mit uns. Und auch, kann auch genau dasselbe wirken, wenn wir ihn das zulassen. Oh, Halleluja. Und alle heilte, die zu ihm kamen, alle heilte. Kein einziger blieb krank. Psalm 103,3. Und ich mache das ganz absichtlich. Ich bombardiere euch mit lauten Bibelstellen, damit das immer klar vor uns ist, Gottes Wille gemäß Heilung. Psalm 103,3. Was sagt die Bibel? Der dir alle Sünden vergibt. Punkt. Amen. Das wusste ich doch. Jesus ist gekommen, um mir alle Sünden zu vergeben, damit ich Errettung habe. Preis den Herrn. Halleluja. Ja, aber da gibt es noch ein Und. Da kommt noch mehr. Amen. Preis den Herrn für den Und. Wer freut sich für den Und? Da kommt noch mehr. No? Du gehst so zu einem Restaurant und da die geben dir so einen großen Teller Salat. Ja, preisen Sie mit dem Salat. Aber und, da kommt noch mehr. Amen. Da kommt noch Fleisch und Würstchen dazu. Amen. Preisen Sie Herrn. No, lass mich nicht mit dem Salat alleine. Nee, bitte nicht. Komm doch. Jesus, in 1. Timotheus, Paulus hat gesagt, alles, was in der Metzgerei ist, das kannst du essen. Amen. Steht in der Bibel. Guck mich nicht an. Amen. Das habe ich nicht gesagt. Aber gut. Also, der dir alle Sünden vergibt, aber da kommt noch ein Und. Und. Heilt alle deine Gebrechen oder Krankheiten. Alle. Von einem Kopfschmerzen zu einem Krebs. Alle. Ja, Krebs und diese Sachen, das sind schon ein bisschen schwieriger. Da muss Gott schon eine Unterstützung bekommen. Ne? Weil das kann er alleine wahrscheinlich nicht. Doch, das kann er doch. Also wenn er das Universum geschaffen hat mit den ganzen Tausenden von Millionen von Galaxien, die es da draußen gibt, ja, Krankheit ist nichts. Also, ne? Der dir alle Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen. Und das ist eine Offenbarung, die David noch im Alten Testament bekommen hat, weil er konnte sehen, was kommt durch Jesus Christus. Halleluja, der dir alle Sünden vergibt und heilt alle
deine Gebrechen. Jetzt, ich will euch was zeigen kurz. Matthäus 10, Vers 1. Und dann lesen wir Vers 8. Matthäus, Vers 10, Kapitel 10, Vers 1 und dann Vers 8. Und das ist noch vor dem Kreuz, Jesus mit seinen Jüngern. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Vollmacht, Autorität, Vollmacht. Halleluja, Vollmacht. Absolute Erlaubnis. Wenn ich dir zum Beispiel Vollmacht gebe von meinem Bankkonto, das bedeutet, du kannst alles machen mit dem Bankkonto wie ich, wenn ich dir die Vollmacht gebe. Und hier, also weil das ist ein legaler Begriff, und hier genauso, Jesus gab den Jüngern die Autorität, die er hatte, gab er sie. Die Vollmacht, über unreinen Geister sie auszutreiben, nicht mit sie rumzuspielen, sondern auszutreiben und jede Krankheit, wie viele Krankheiten? Jede. Da sind alle drin, oder? Genau. Und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Interessant. Gab ihnen Vollmacht. Jede Krankheit und jedes Gebrechen. Warum würde Jesus sowas machen, wenn das Gottes Wille nicht ist? Würde es nicht machen. Das bedeutet, das war genau der Wille seines Vaters auch. Jesus machte nichts anderes. Und er gab ihnen Vollmacht, die unreinen Geister, über unreinen Geister und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Jetzt, Vers 8. Interessant. Jetzt die Jünger hatten diese Vollmacht. Und wir haben auch diese Vollmacht bekommen als Kinder Gottes durch Jesus Christus. Aber jetzt interessant, was sagt Jesus hier? Ganz, ganz klar und ganz deutlich. Betet für die Kranke. Amen. Sagt das. Nein, die Bibel sagt nicht, betet für die Kranken. Jesus sagte, heilt die Kranken. Interessant, oder? Sagt nicht, betet für sie. Sagt, heilt sie. Warum? Ja, aber wir können das doch nicht machen. Doch, wir haben die Vollmacht. Die Jünger haben die Vollmacht bekommen. Und wir als Kinder Gottes, genauso, in Jesus Christus, wir haben diese Vollmacht. Aber was sagt die Bibel? Du brauchst nicht für die Kranken zu beten. Nee, heilt sie. Warum? Wir haben die Vollmacht von Jesus bekommen. Interessant, oder? Ja, weil das macht uns von passiv zu aktiv. Passiv, wir sitzen da und warten. Aktiv ist, wir machen. Amen. Auch wenn du für jemand anders betest oder für dich selber. Weil hast du gemerkt, wenn du jemand die Hand auflegst und für sie betest, dasselbe kannst du auch so machen, oder? Einfach die Hand umdrehen. Einfach die Hand umdrehen und ja, genau dasselbe. Dorthin, wo es weh tut. Amen. Treibt Dämonen aus, Heilkranke, reinigt Aussätzige, sogar Aussätzige. Hat das Jesus gemacht. Und auch in seinem Wort, Johannes 14, hat er gesagt, dieselben Sachen, Werke, die ich gemacht habe, werdet ihr auch machen, wenn ihr glaubt. Halleluja. Oh, preist den Herrn.
Jetzt, Jesaja 53, 4 und 5, ganz schnell. Ich weiß, ich habe euch mehrere Bibelstellen gegeben, weil die sind alle Bibelstellen, die wir schon gesehen haben und gelesen haben und die auf den YouTube mitschauen, schreibt die einfach auf. Und das Gute mit dem YouTube, kann man immer nachspielen und bis das wirklich reinkommt. Weil diese Bibelstellen sind ganz einfach, ganz klar, ganz deutlich auf der Bibel geschrieben. Das ist da, also das ist die Wahrheit. Und diese simple Wahrheit, für so lange Zeit wurde uns nicht gelehrt. Das ist die Wahrheit. Halleluja. Das ist die Wahrheit. Und nicht das, weil das nicht gelehrt wurde, ist nicht für uns. Nein, es wurde nicht gelehrt, aber es ist für uns. Amen. Jesaja 53, 4 und 5. Jesaja Kapitel 53, 4 und 5. Fürwahr und jetzt, das ist nach dem Kreuz. Was wir vorhin gelesen haben, war vor dem Kreuz. Jetzt, das ist nach dem Kreuz. Fürwahr hat er unsere Krankheit getragen, also durch den Kreuz, sagen wir mal, am Kreuz. Er hat uns unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Das ist die Wahrheit. Und das ist, was wir verstehen müssen und erkennen müssen. Und wir als Leib Christi, diese Offenbarung zu haben. Und das, wenn wir uns in diesen Bibelstellen beschäftigen, meine Lieben, der Heilige Geist wird uns mehr und mehr Offenbarung schenken, damit wir das wirklich sehen und erkennen können. Mit unseren geistlichen Augen, mit unserem Herzen. Weil das ist die Wahrheit. Jesus am Kreuz. Er hat nicht nur unsere Sünden getragen. Ja, das hat er auch. Aber auch unsere Krankheiten. Das ist die Wahrheit. Das ist, was im geistlichen Bereich wirklich passiert ist. Er hat unsere Krankheiten auf sich und Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn in bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Genau, Vers 5. Doch er wurde um unseren Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden werden wir mal geheilt. Lass uns gemeinsam beten und hoffen, dass irgendwas, bitte passiert. Ja, genau, so haben wir immer gebetet und nichts ist passiert. Lass uns die Wahrheit ergreifen. Das ist schon passiert. Vor 2000 Jahren, Entschuldigung, dass ich mich nicht abgewartet habe bis Ostern, aber ja, preisen Herrn. No, das ist die Botschaft, die wir immer predigen, nicht nur in Ostern. Alle unsere Krankheiten wurden auf Jesus getragen. Und durch seine Wunden, seine Striemen sind wir geheilt worden. Das ist Vergangenheit, ist schon passiert. Ist Jesus jetzt krank? Nein. Und wir sind Leib Christi, oder nicht? Ja, wir sind Leib Christi. Leib Christi ist nicht krank. Und jedes Mal, und das ist so interessant, als ich diese Offenbarung bekommen habe, hat mir so geholfen, das zu wirklich erkennen. Wir sind nicht krank und versuchen, eine Heilung zu bekommen. Nein, wir sind gesund, geheilt in Christus, deshalb können wir das aussagen. Und wir erlauben den Teufel nicht, unsere Heilung zu nehmen. Das ist eine ganz verschiedene Perspektive. Wenn wir das erkennen, das verändert dein Leben total. Ich versuche nicht, Heilung zu empfangen, wirklich.
weil in Christus bin ich schon geheilt. Das ist die Wahrheit. Er hat die Krankheiten getragen. Eine Frage, braucht Jesus Hilfe? Oh, Jesus hat sie getragen, nein, lass mir das auch, lass mich Jesus helfen. Er braucht meinen Rücken. Nein, er braucht deinen Rücken nicht. Und was er gemacht hat, hat er vor 2000 Jahren gemacht, du warst gar nicht mal da. Hättest nichts machen können, du warst nicht da. Und er hat es gemacht und zu Ende gebracht. Weil sonst hätte dieser Satz nicht gesagt, geheilt worden. Amen. Jetzt. Werden wir vom Teufel angegriffen? Absolut. Werde er versuchen, dir Krankheiten zu schmeißen? Natürlich. Ja, ja, ja und ja. Wir leben in einer sündigen Welt, wo Satan Gott dieses Weltsystems ist. Und natürlich wird er versuchen, links und rechts. Absolut. Ich wurde auch diese Woche, meine Frau auch, angegriffen und mit Symptomen und so. Und wir müssen auch widerstehen und im Wort bleiben. Und letzten Abend haben wir nicht so richtig geschlafen und ich hatte wirklich keine Lust, hier vorne zu stehen und über Heilung zu predigen. Wirklich nicht. Aber ich habe mich entschieden, jedes Mal, wenn der Teufel mich angreift mit irgendwas, dann predige ich genau über das. Amen. Also dann gebe ich ihm eine genau da, wo er mir eine gegeben hat. Amen. Und durch den Livestream, damit das alle hören können. Das ist die Wahrheit. Jesus Christus hat mich schon geheilt. Und wirklich, ich sage euch ganz ehrlich, heute Morgen, ich hatte keine Lust anzuziehen, vorne, nee, keine Lust, kein Bock, wie man das so schön sagt. Amen. Aber wir wandeln nicht gemäß, was wir fühlen. Hätten wir gewandelt, meine Frau und ich, gemäß was wir fühlen, hätten wir zu Hause geblieben, hätte ich ihn, Michael, angerufen, du predigst, weil ich bin, hab keinen Bock. Aber das haben wir nicht gemacht. Weil sonst würde meine Botschaft ganz anders sein, was ich mache. Und das heißt man, in meiner Sprache, Heuchler. Genau. No? Und das machen wir nicht. Wir machen genau das, was wir predigen. Amen. Halleluja. Und ich erwarte nichts anderes als Heilung. Und mein Körper muss sich anpassen. Egal, ob ich meinen Körper wirklich zur Gemeinde wirklich ziehen muss. Ich ziehe es rein zur Gemeinde. Amen. Mir ist es egal. Warum? Ich habe eine Wahrheit umarmt. Und das ist, was ich geglaubt habe und das ist, was wir sagen. Ich versuche nicht, irgendwie Heilung hoffentlich zu, oh, viel beten, bete für alle für mich. Jesus hat nicht gesagt, bete für die Kranken. Jesus hat gesagt, heil die Kranken. Warum? Wir haben die Autorität. Und was habe ich gemacht? Boom. Amen. Im Namen Jesu. Symptome oder ihr geht, wenn Symptome kommen, ich gebe ihnen immer zwei Alternativen. Oder ihr geht. Amen. Immer zwei. Oder ihr geht freiwillig oder ihr macht, dass ihr geht. Amen. No? Preisen Herrn. Und wenn wir diese Schritte gehen, gemäß was ihr geglaubt haben und sprechen entsprechend. Ich sag dir, mein Körper fühlt sich immer fitter und fitter. Warum? Weil dein Körper muss sich dann anpassen, gemäß was du geglaubt hast und weitersprichst. Hätte ich zu Hause geblieben, jetzt hätte ich wahrscheinlich Fieber und alles andere. Weil dann bringen die Symptome die ganzen Freunde mit. Hier gibt's Platz, kommt alle mit. No? Hier gibt's Freiraum für alle, nicht nur für mich. Ihr könnt auch mitkommen. No? Und da kommen die ganzen Freunde mit. Und dann hast du nicht nur Husten, hast auch Fieber, hast alles.
Wenn du das möchtest, wie man das auf Deutsch sagt, auf Englisch, be my guest, sei mein Gast, kannst gerne machen. Aber empfehle ich dir nicht. Amen. Und dann, was machen wir? Wir beten oder wir sprechen das an und sagen, im Namen Jesu, die Bibel sagt, durch die Striemen Jesu wurde ich geheilt. Also Körper, du musst dich anpassen. Und du bist geheilt im Namen Jesu. Und jetzt Schmerzen verschwinde im Namen Jesu. Was hat Jesus gesagt in Markus 11, 23? Guck dir den Berg an und mach ein Selfie. Nein, sprich den Berg an. Genau. Und hau ab. Und was machen wir, wenn ein Berg kommt, noch von Symptomen und was auch immer? Wir gucken uns die Symptome an und spielen mit den Symptomen. Und laden sie ein, Kaffee zu trinken. Und ein Stück Kuchen. No, und dann natürlich, dann alles verstärkt sich. Die Symptome und alles. Natürlich, das ist ganz normal. Aber wenn wir die widerstehen, sagen, ich spreche dich an und du haust ab. Und Körper, du stehst jetzt auf, im Namen Jesu. Und du nimmst diese, ich weiß, manchmal ist es nicht einfach, ich weiß das. Aber ich sage euch, das funktioniert. Wie ich euch das letzte Mal auch mein Zeugnis gegeben habe, als ich diese Predigt übersetzen musste und diesen Prophet, das war vor 15 Jahren her, diesen Prophet, bekannter Mann Gottes, übersetzen musste, das, die Gemeinde war knackevoll. 400-500 Leute waren da. No? Und die wollten alle das Wort Gottes empfangen und das und jenes hören. Und ich musste jetzt diesen Propheten übersetzen und ich war, also ich fühlte mich, also total krank. Es war mir total schwül. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Halsschmerzen. Ich musste brechen. Ich weiß nicht, wie oft ich an diesem Nachmittag vor dem Gottesdienst gebrochen hatte. 5 oder 10 Mal. Ich war total, also ich sagte, Herr, du musst es machen durch mich, weil ich konnte kaum aufstehen. Aber je mehr ich, aber als ich diesen Glaubensschritt nahm und da vorne stand und ich fing an zu übersetzen, ich konnte wirklich spüren, wie die Kraft Gottes und die Salbung Gottes anfing, von innen nach außen zu wirken. Und nach der Stunde in der Predigt, mein Körper war fit. Und ich sagte, wow, das funktioniert wirklich. Wir sind nicht krank, wir sind gesund und wir erlauben den Teufel, unsere Gesundheit nicht nehmen. Das ist ganz was anderes. Dann sitzen wir nicht da und einfach, lass uns für mich beten. Ja, ja, können wir machen, kein Problem. Aber die Sache ist, hey, du bist gesund. Jesus ist in dir. Du bist so voll Jesus, du kannst dir das nicht vorstellen. Heilung ist in dir. Lass uns übereinstimmen, was das Wort Gottes sagt. Und lass uns die Wahrheit über deinen Körper aussprechen. Und ich sag dir, wenn wir das machen, von innen nach außen, fängt an zu wirken. Weil ich das letzte Mal gesagt habe, wenn wir genau das machen, was die Bibel sagt, und das funktioniert nicht, dann funktioniert wirklich alles, was die Bibel nicht sagt, und Gott ist ein Lügner. Aber Gott ist kein Lügner. Es funktioniert doch. Lass uns nicht von den Gegenständen ablenken lassen. Ich weiß, da gibt es schwere Situationen und was auch immer, natürlich. Aber die Sache ist, je mehr wir diese Wahrheit erkennen, je schneller reagieren wir und je schneller wird dein Körper auch reagieren, mitspielen, gemäß was du geglaubt hast und gemäß die Kraft Gottes, die in dir schon ist. Epheser Kapitel 1, dieselbe Kraft Gottes, die Jesus von den Toten auferstanden hat, lebt in uns. Stellt euch vor, die Kraft, die in uns schon ist.
Aber die müssen wir freisetzen. Und wie macht man das? Gemäß, was wir glauben und das Aussprechen und gemäß Handeln. Ich habe geglaubt, ich bin geheilt, dann gehe ich die ersten Schritte und bleibe nicht den ganzen Tag im Bett. Ich stehe auf, dusche mich und fange ganz langsam die ersten Schritte zu gehen. Und das auszusprechen. Vater, ich danke dir. Du wirkst in meinem Körper. Ich bin durch die Striemen Jesu geheilt worden und ich danke dir. Und ich spreche nichts anderes. Amen. Du sagst, du bist krank und dann die Krankheit wird dich total angreifen. Das ist so. Und das haben wir in den letzten fast 6 Jahren, seit wir hier sind, das gelehrt. Und das werden wir immer weiter so machen. Gemäß was du glaubst, wirst du aussprechen, wirst du gemäß handeln. Und genau das wird passieren. Und wenn du sagst, du bist krank, ist, weil du das glaubst. Du glaubst, du bist krank, du sagst, du bist krank, Endeffekt, krank. Du glaubst, du bist geheilt, du sprichst, du bist geheilt, Endeffekt, was passiert? Die Heilung wirkt in deinem Körper und du wirst total gesund. Das ist so. Und je schneller wir reagieren, ich sag dir, dein Körper wird schneller reagieren und schneller in dieser Richtung gehen. Das ist so. Das ist so. Das ist so. Und mein Körper war so krank an diesem Nachmittag. Also das war normal, mich zu erholen, 4-5 Tage normal. Eine Stunde. Amen. Aber wir müssen es wirken lassen. Jesus hat seinen Jüngern gesagt, ihr heilt die Kranken, weil ihr die Heilungskraft schon habt und diese Autorität schon habt. Könnt ihr das sehen? Oh, Halleluja. Das setzt uns total frei. Oh, preis den Herrn. Deshalb sagte Jesus, und mit das mache ich Schluss. Deshalb sagte Jesus, ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit, die ihr erkennt, setzt dich frei. Und je mehr wir diese Wahrheit erkennen, diese Wahrheit wird dich total freisetzen. Jetzt ganz spezifisch im Thema Heilung. Je mehr du diese Wahrheit erkennst, diese Wahrheit von Heilung setzt deinen Körper frei von Krankheit. Halleluja. Vater, wir danken dir. Oh Vater, wir beten dich an, wir danken dir für dein Wort. Oh, wir danken dir, dass du so gut und treu bist. Wir danken dir, Herr. Wir beten dich an, Jesus. Oh, Halleluja. Wir danken dir. Wir danken dir, dass Heilung uns gehört. Halleluja. Das ist unser legaler Recht, als Kinder Gottes in Heilung, absoluter Heilung zu wandeln. Und wir danken dir, dass du durch Jesus Christus schon was gemacht hast. Heilung gehört uns. Wir sind Teil des Leib Christi. Wir wurden schon geheilt durch die Striemen Jesu. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns hilfst, das mehr und mehr und mehr und mehr und mehr zu erkennen. Oh, ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Oh, diese Wahrheit setzt uns frei und das ist die Wahrheit. Gesundheit ist die Wahrheit. Heilung ist die Wahrheit für uns. Halleluja. Halleluja. Danke, Vater. Oh, ich danke dir. Ich danke dir. Und mein Körper muss sich anpassen. Egal, wenn mein Körper es will oder nicht, muss sich anpassen, gemäß was ich geglaubt habe. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir beten dich an. Wir rühmen deinen Namen. Oh, Halleluja. 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 Oh, Halleluja. Halleluja, danke Vater. Oh, Halleluja. Und wie dein Wort das so schön sagt.
Unterordnet euch Gott, widersteht den Teufel, er muss fliehen. Und wir unterordnen uns deinem Wort, Vater, was du in deinem Wort schon gesagt hast. Und wir widerstehen jede Symptome, Krankheit, was kommen möchte, um uns unsere Heilung wegzunehmen. Wir widerstehen das in deinem Wort, im Namen Jesu. Und was passiert, muss fliehen. Teufel mit den ganzen Symptomen müssen fliehen. Das sagt dein Wort. Und wir danken dir, Vater, dass du kein Lügner bist. Du bist ein wahrhaftiger Vater, der uns so sehr liebt. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Oh, wir beten dich an. Wir rühmen deinen Namen. Halleluja. Danke, Herr. Und aus unserem YouTube-Kanal. Wo fängt alles an? Mit Jesus Christus. Wenn du Jesus noch nicht empfangen hast, ich lade dich ein, von ganzem Herzen Jesus zu empfangen, weil er ist unser Alles. Er ist unser Versorger, unser Erretter, unser Heiler. Nehme einfach Jesus an und sage ihm: Jesus, sei mein Erretter, sei mein Heiler, sei mein Alles. Errette mich heute. Ich will für dich jetzt leben. Und gib einfach dein Leben Jesus. Dein Leben wird sich so verändern. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Heilig. Oh, du bist heilig. Danke, Vater. Wer glaubt das? Amen.
Halleluja. Oh, preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Ja, sprech es an. Ich sage euch. Wenn wir nichts Radikales machen, wir werden nichts Radikales sehen. So ist es. Mit dem Schlechten und mit dem Guten. Und wenn wir das nicht radikal machen und radikal glauben und radikal aussprechen, so wie das die Bibel uns lehrt, werden wir nichts Radikales sehen. Und das ist so. Ist alles oder nichts? Nichts 50-50. 50-50 ist alles oder nichts. Und deshalb haben wir oft, und ich spreche von mir selber auch, wie oft habe ich keine Ergebnisse gesehen. Und dann habe ich recherchiert und gelesen und gesagt, ja, natürlich, ich habe nichts Radikales gemacht. Ich habe nur so 50-50. Ja, wenn es klappt, hoffentlich gut. Wenn nicht, dann ja. Dann bekommst du die ganz normale Resultate wie alle anderen da draußen. Aber wenn du diese radikale Resultate sehen möchtest, wie bei den Jüngern in der Apostelgeschichte, dann musst du was Radikales machen und glauben und aussprechen. Amen. Die haben es gemacht und wir sahen die Resultate. Oder? Ja. Oh, Halleluja. Nur der Schatten von Petrus, Petrus, der Schatten von Petrus fiel auf Kranken und die wurden geheilt. Nur mit dem Schatten von Petrus. Wow, das ist radikal, oder? Können wir dieselben Resultate jetzt auch sehen? Oh, absolut. Und mehr. Jesus hat gesagt, und mehr. Halleluja. Oh, preis den Herrn. Lass uns dranbleiben. Lass uns die Wahrheit umarmen. Lass uns die Wahrheit glauben. Und lass dich von der Lüge nicht ablenken. Amen. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Vielen Dank, Herr Theo, für diese authentische Predigt. Also ich nehme für mich die Wahrheit umarmen, die Wahrheit sehen, die Wahrheit aussprechen und in ihr handeln. Ja, mir bleibt jetzt noch das Vorrecht, die Ansagen der kommenden Zeit zu verkünden. Wir treffen uns hier jeden Sonntag 10.30 Uhr, der spanische Gottesdienst 14 Uhr. Mittwochs weiterhin mit Gott wandeln um 18 Uhr. Diesen Monat wird es Ende des Monats am 29.03. das Männertreffen 19 Uhr geben. Und am 31.03. wird es unser Ostergottesdienst geben mit Mittagessen. 10.30 Uhr dann der Gottesdienst mit Mittagessen. Ladet dazu herzlich ein. Mit der spanischen Gemeinde zusammen. Und wir feiern zusammen mit der spanischen Gemeinde. Also lasst uns freuen auf diesen Ostergottesdienst. Eine kleine Vorschau für den April. Wir waren ja bereits zur letzten Brandenburger Glaubenskonferenz und es wird auch dieses Jahr wieder sein, vom 12. bis zum 14. April wird die Brandenburger Glaubenskonferenz in Frankfurt am Oder stattfinden, wo quasi der Pastor von Frankfurt, der Pastor der Gemeinde in Prenzlau und auch Theo sprechen werden. Hier, wer Interesse hat, kommt auf die Gemeindeleitung zu oder auf Theo, dass man eventuell einen Transport dorthin organisieren kann. Das als Highlight im April. Dann haben wir auch heute die Möglichkeit, die Gemeinde zu unterstützen, entweder über das Kästchen, was vorne ausliegt, oder über die Koordinaten, die auf der Homepage-Seite stehen. Ich verabschiede hiermit die YouTube-Gemeinde. Geht mit Gott, denn Gott ist gut, Gott ist Liebe.